Bitte einen Urlaub, wohlverdienten Urlaub. Und muss mal liebe Grüße nach Deutschland schicken, an unsere Cops, an unsere Polizisten. Und einfach nur mal meinen Respekt aussprechen. Ihr seid einfach top. Ja. Ihr haltet die Fahne hoch. Ihr bekämpft die Kriminalität. Und das macht ihr sehr, sehr gut. Aber es ist ein Kampf, der schwer zu gewinnen ist, weil einfach der Gegner, nicht die Kriminellen, sondern die Regierung zu stark ist. Die Regierung, ihr bekämpft die Kriminalität und die Regierung macht genau das Gegenteil. Sie fördert die Kriminalität, weil sie einfach hier keine klaren Regeln setzt und konsequent und hart umsetzt. Das ist für mich Förderung der Kriminalität und eigentlich müsste die Opposition hier ganz knallhart die Regierung verklagen, weil hier nicht die nötigen Mittel geschaffen werden, um die Kriminalität konsequent und hart zu bekämpfen. Also, die Regierung fördert die Kriminalität und ist der Hauptsponsor der Kriminellen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So ist das. Also meine Polizisten, macht weiter. Ich, unsere Bürger, wir glauben an euch. Ihr seid unsere Hoffnung. Die Regierung kannst du in der Tonne treten. Die versagen komplett. Und wenn sich hier, naja, ich sag's ja mal wieder, wenn sich hier nichts ändert. Es wird sich nichts ändern. Daher werden wir in den nächsten Jahren komplett im Chaos versinken. Aber es gibt doch mal zu bedenken, dass viele ja auch behaupten, dass die Integration Multikulti gescheitert ist. Dem stimme ich nicht zu. Warum? Es ist möglich, Multikulti zu leben. Ja, wir haben jetzt so viele Migranten, Immigranten, Ausländer hier in Deutschland, dass wir die eigentlich gar nicht mehr alle rausschicken können. Wir müssen das Beste draus machen. Und dass Multikulti funktioniert, habe ich von 1982 bis 2005, als ich noch selber als Türsteher gearbeitet habe, als Boss an der Tür, ja, als Mann, der die harten Regeln eingeführt hat, umgesetzt hat. Ja, wir hatten ja eine hohe Anzahl von Ausländern bei uns in den Clubs und die konnten bei uns nur in den Clubs, wenn sie unsere Regeln eingehalten haben. Ja, sie mussten mindestens 18 Jahre sein, sie konnten nicht alkoholisiert kommen, sie mussten sich benehmen, sie müssen sich unseren Regeln anpassen. Ansonsten, was haben wir gemacht? Wir haben sie rausgeschmissen, wir haben Hausverbote erteilt. Entweder für ein Wochenende, für einen Monat oder für immer. Wir haben die Regeln geschaffen und hart umgesetzt. Ja, und wenn wir im Rahmen der Notwehr angegriffen wurden, haben wir uns entsprechend hart und konsequent und brutal verteidigt im Rahmen der Notwehr. Das haben sie aber gespürt und auch eingesehen, mit den Jungs können wir nicht machen, was wir wollen. Ja, die konnten auch, wenn sie von der Großfamilie war, ihre ganzen Familienmitglieder holen. Sie wussten, wir sind stark und wenn es sein muss, kommt die Polizei und die sind stärker. Weil ich wurde ja belächelt, als ich im letzten Video gesagt habe, die Polizei ist die stärkste Gang bei uns hier in Berlin. Das ist so. Wenn die grünes Licht von der Regierung, von Senat bekommen, kann keiner was machen, weil die haben das Recht auf ihre Seite. Daher der Spruch, all cops are beautiful, den liebe ich ja, den Spruch, weil ihr seid dafür da, um uns Bürger zu schützen. Und die Regierung sollte sich im Grund und Boden schämen. Und viele sagen, ich rede mal so, als wenn ich ein Cop bin. Ich bin ein Cop. Ja, ich bin ein Zivilcop. Ja, mein Herz ist schwarz-rot-gold und mein Blut ist blau, nicht AfD-blau, sondern Polizeiblau. Also all cops are beautiful. Peace and respect for all cultures.